Moin Leute und herzlich willkommen bei dem dritten Part der Nuzlocke. Und zwar haben wir im letzten Part, wie man unschwer erkennen kann, den Arena-Orden geholt. Somit müssen wir jetzt noch einmal in die Meteorhöhle. Hier werde ich natürlich wieder einen kleinen Cut machen, oder Granithöhle. Hier werde ich einen kleinen Cut machen, weil wir rennen da nur rein, um zu Troy zu kommen. Ihr kennt das, wenn irgendwas passiert, schalte ich das rein und dann bis gleich. Yay, wieder zurück auf Route 106. Wir haben Troy den Brief gegeben und können nun zur nächsten Insel. Und zwar nach Grafport City. Und da eiern wir jetzt mal hin, ne? Ahoi, wir haben in Grafport City angelegt. Ich vermute, du gehst jetzt zu Captain Bix und bringst ihm die Devon-Waren. Genau. Und das werden wir auch tun. So, da wir uns am Strand bereits durchgecatcht haben, sehen die Level mittlerweile so aus von den Dudes. Und ich dachte mir so, als kleine Challenge an mich, werde ich mir die Status, geschweige denn die Eigenschaften der Pokémon nicht aufschreiben, was ich ja eigentlich machen wollte. Um halt zu gucken, wie wir so damit durchkommen. Na, ob ich denn hart reinfälle oder nicht. Und dann schauen wir mal, wie die Corona-Party hier weitergeht. So ein Mindestabstand wurde hier schon mal nicht eingehalten. Ich weiß aber auch gar nicht, was wir hier momentan machen sollen. Das ist zu lange her schon. Okay, es hat funktioniert. Wir mussten einmal den Bootshersteller, der für Captain Briggs oder Professor Briggs das Boot herstellen sollte. Und jetzt können wir hier in das Museum, wo wir natürlich Eintritt zahlen müssen. Hier die ganzen Team Aquadullis. Einen davon müssen wir, glaube ich, gleich besiegen. Ja, wenn du Briggs suchst, der bin ich. Oh. Das müssen die Stücke sein, die ich bei Mr. Trumnuth von Devon bestellt habe. Dankeschön. Team Aqua Action. Woo! Auf geht's. Brutalanda. Oh Mann, was für ein Desaster! Der Boss wird verdammt wütend sein! Pa, Waschlappen, weg mit dir! Gehen wir weiter, Stampfer. Sandwirbel. Lutexo, noch ein Feuer-Pokémon. Einmal Stampfer, fertig. Palme goes wild. Bla 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 bla. Sehr interessant, geil. Hoppla, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen so schnell wie möglich zur Expedition zum Meeresgrund. Danke und entschuldige. Hau rein! Okay, dann werden wir geheilt. Oje! Was machst du hier? Ich bin von Team Aqua, du hast mich in den Boot gestampft, im wahrsten Sinne. Ach, jetzt kommt diese dämliche Fahrradstrecke. Ah, aber wir dürfen neues Pokémon fangen, yay! Malucian. Oha, Magma! Magma wäre schon ziemlich nice. Gehen wir gleich mal mit Hypnose rein. Dankeschön. Der gute Nexus. Geil, geil, geil. Aber er schläft noch. Und dann würde ich sagen, den trennen wir jetzt mal ein bisschen. Ohne sterben, bitte. Ein paar Sekunden später. Gehen wir in den Doppelkampf oder machen wir es einzeln? Ach doch, das machen wir. Gehen wir mit Wasser und Feuer, was nicht Wasser und Feuer ist, in den Doppelkampf und schauen, was passiert.
Elektroball und Nocturne. Sehr schön. Ist Nocturne schon mal weg. Gehen wir mit bis auf Elektroball. Jawohl, Andy, Alter. Maschine. Ich verbrenne es ziemlich strong. Das war's. Bam, 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 bam. Aber da werden wir später nochmal drauf zurückkommen auf den Doodle, weil jedes Mal, wenn wir irgendeine VM haben, hier wieder herkommen, seine Rätsel zu lösen. Nee. Das machen wir später in einem Run und dann haben wir das. Es sind zwar noch ein paar Trainerkämpfe drin, aber ich möchte auch nicht zu hart wieder überleveln. Wie kann man hier nicht überleveln? Wir haben ein 6er-Team, was über den ganzen Trainer ist. Ja, sorry. Irgendwo muss ich die Erfahrung ja mitnehmen. Och, dass die sich alle eintragen wollen. Ich will euch nie wiedersehen. Mann. Oh, unser Rivale. Hey, Shiny. Hier treibst du dich also herum. Wie geht es? Hier, hast du deine Pokémon gut aufgezogen? Ich werde es für dich überprüfen. Lass uns kämpfen und stampf mich in den Boden. Ray. Yeekspot. Oh, Level 18. Versuch mal Felsengrab. Na, war okay. Aber die trifft halt nicht so häufig. Na, Mute. Uff. Aua. Hol mal die Palme raus. Stimmt, Mew war ja Typ Geist. Deswegen hat das auch so viel Damage gemacht. Ich glaube, mit Stampfer kommen wir da nicht ran. Versuchen Konfusion. Das macht er gar nicht. Ah, geil, das verwirrt. Instant. Sehr gut. Verletzt sich selbst? Nein, schade. Superschall. Na, verwirrt uns auch noch. Das verwirrte Duell. Na, dann holen wir die Palme wieder raus. Wegen überlevelt am Arsch. Hier, Triebjun, Abfahrt. Ach, warum macht das so viel Schaden, Alter? Hier, Nachtnebel, jetzt mach mal was. Ich kann Triebjun gleich wieder rausnehmen, Alter. Der ist auch gleich down. Na, endlich. Danke, Jesus. Viel zu close, die Scheiße. Abra. Ja, wir möchten wechseln. Wir holen jetzt mal Sören rein. Wir gehen safe. Wir gehen erstmal Igelsam. Oh, Rasierblatt. Nice. Geradax. Wir bleiben auch mal drin mit Sören. Oh, jetzt aber. Komm, Tackle. Sehr gut. Also von dem X-Bad hatte ich ein bisschen Schiss. Also ich werde da in Zukunft nicht mehr Delta Royal reinholen. Oder allgemein bei irgendwelchen Pokémon, die wahrscheinlich Biss können. Das war mir ein bisschen zu knapp gerade, muss ich sagen. Ja, Malvenfrost City, wie gesagt. Jetzt dürfen wir endlich, gleich nachdem wir... Ich habe seinen Namen vergessen, wie hieß er noch? Werden wir gleich herausfinden, kaputt gemacht haben. Und dann gehen wir in die Arena. Heiko, so hieß er. Zeig dir, wo der Hammer hängt. Dewfloor. Ach, die Elektroarena von Volta oder Walter? So, Leute. Wir stehen genau vorm Arenaleiter. Alle unsere treuen Gefährten sind Level 24. Ich werde nun meinen letzten Supertrank verballern, weil ich keinen Bock habe, jedes Mal ins Pokémon Center zu laufen. Und dann speichern wir einmal und dann gehen wir in den Kampf gegen unseren dritten Arenaleiter, Walter. Auf geht's. Ich habe es aufgegeben, die Stadt umpolen zu wollen. Stattdessen verwende ich meine Energie lieber auf das Installieren von Fallen in meiner Arena. Oh, was machst du denn hier? Was ist das? Hast du es geschafft, alle meine Schalter zu finden?
Uhahaha. Das ist wirklich amüsant. Denn es ist nun an mir, dem Arenaleiter von Malvenfro City dich unter Spannung zu setzen. Na, dann zeig mir mal, wie spannend dieser Kampf wird. Ich bin mal gespannt, was der für ein Level-Cap hat. Ich hoffe, wir sind mit 24 noch gut dabei. Ja, ist okay. Tohaido. Wenn wir mit Feuerschlag angreifen, tut uns eigentlich seine Haihaut weh, bin ich der Meinung. Könnt ihr mal versuchen. Vielleicht verbrennt er ja sogar. Ja. Grimasse, okay. Wir können ja mal Smog versuchen. Geht daneben. Ja, das ist halt immer dieses Ding, wenn du halt nicht genau weißt, welcher Typ oder gegen welchen Typen du gerade kämpfst. Du musst dich halt immer rantasten, wer ist. Guck mal, der kann Biss. Das heißt, wir holen Nexus, sag ich schon. Delta auf jeden Fall nicht rein, weil Delta Typ Geist inne hat. Und Biss ist super strong dagegen. Und, naja, Delta hält jetzt auch nicht so krass viel aus. Und Biss ist schon eine ziemlich starke Attacke. Von den Base-Werten her. Aber wir bleiben weiter drin mit Nexus und spammen einfach Smog. Sollten wir den ersten Fight schon mal ziemlich sicher gewinnen. Es sei denn, das kommt gleich irgendwie Top-Genesung oder so ein Scheiß rein. Na klar! Oh, jetzt sieht es aber schon nicht mehr so geil aus für Nexus. Wir holen mal Palme rein. Sicher ist sicher. Ja, genau. Bis es uns egal mit Palme. Gift reicht sogar. Sehr gut. Hast du gut gemacht, Palme. Gut getankt. Fuck, jetzt habe ich nicht auf geachtet, was kommt. Lurmel. Gehen wir mal auf Stampfer. Das ist vollkommen legitim. Komm, Palme, gleich nochmal Stampfer hinterher. Bam, Flummel weg. Sehr nice. Elektroball. Ich weiß nicht, ja, will das ein Palme drin? Bleiben auf Stampfer. Das ist gut am Palme, der ist halt ziemlich tanky. Boah, schon wieder Stampfer, mega. Ja, jetzt kommt wieder Heilung, ja klar. Oh Mann. Aber noch schaut es ziemlich gut aus. Also wie gesagt, ich habe jetzt in dem Part auch nicht so krass viel gelevelt, außer halt Nexus, den wir neu gefangen haben, damit er zumindest mit den anderen auf einem Cap ist. Ein bisschen ausgewogen trainiert halt, ne? Alle ungefähr dasselbe. Ich habe schon wieder nicht drauf geachtet, welches Pokémon kommt. Fampi. Na, Fampi ist ja auch ziemlich lütt. Müsste Level 24 sogar genau das richtige Cap. Dann sollten wir mit Stampfer aber trotzdem gut vorankommen, denke ich. Palme hat noch genug Leben und hat einen relativ guten Base-Verteidigungswert. Okay. Tackle. Mal 8 KP. Dann lassen wir Palme drin und holen das jetzt. Das Einzige, was nervt, dass er eine höhere Inni hat. Das sollten wir trotzdem schaffen. Dreschflegel. Uff. Ja, hoffen wir mal, dass er jetzt nicht nochmal. Ja. So viel dazu. Klar, wir haben den Arena-Leiter jetzt geschafft. Aber wir haben schon wieder ein Pokémon verloren. Einfach so random.
weil das RNG vom Gegner so kacke war. Ich lobe die Palme noch für seine Verteidigungswerte und dann kommt so ein dämliches Fumpy und haut den Dreschpflegekrit rein und das war's. Ja, was soll ich sagen? So ist die Nuzlocke. Du hast uns einige Mal den Arsch gerettet. Ich danke dir für alles auf diesem Wege. Ja, das war's für den Part. Wir haben den neuen Orden oben eingefügt. Wir haben Palme rausgenommen, leider. Und ja, dann schauen wir mal weiter, wie es im nächsten Part wird. Ob noch mehr von unseren Leuten irgendwie draufgehen und verhofft, weil wegen RNG und tut mir leid an Easy Peasy Palme. Und ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die letzte Folge seht ihr da oben. Könnt ihr nochmal angucken, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, wieder schauen und reingehauen. Ciao.